da so rüber. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream zum Thema Traumaheilung. Und ich schreibe es hier auch nochmal hin. Herzlich willkommen. Also die Einrichtung von YouTube-Livestreams ist für mich schon ein eigenes Trauma, wo wir über Traumaheilung hier sprechen wollen. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Sandra. Dankeschön. Sandra, du hast ein Buch geschrieben, was jetzt demnächst herauskommen wird. Ich halte es mal in die Kamera. Wir sehen das ja alles erst später. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Es ist ein wunderschönes Cover. Und es heißt eben, bevor du aufgibst, weil viele Menschen, die traumatisiert sind, eben immer wieder dazu neigen, aufzugeben. Und es heißt im Untertitel Heilung von rituellem Missbrauch und anderen Traumatisierungen. Sandra, erzähl doch mal bitte einfach, was heißt Traumatisierung für dein Verständnis und woran erkennt man, ob jemand traumatisiert ist? Ja, gutes Thema. Also im Grunde sind wir alle mehr oder weniger traumatisiert durch einfach auch viele gesellschaftlichen Anforderungen, die wir haben, die aber nicht irgendwie so menschenwürdig sind. Traumen können schon durch vermeintlich kleine Sachen geschehen, sei es, dass ein Baby zu lange geschrien hat oder dass ein Kind sich einfach nicht geliebt und gesehen fühlt, ohne dass offensichtlich irgendwas Schlimmes passiert ist. Es muss immer ganz viel leisten, um geliebt zu werden, und dieser Mechanismus brennt sich dann fest. Und wenn man das nicht reflektiert, kommt man da quasi nie raus. Man versucht immer ganz viel zu tun und denkt, oh, ich muss unheimlich viel machen, damit ich geliebt werde. Und da fängt Trauma im Prinzip schon an. Für mich fängt Trauma da an, wo wir da selber das gar nicht so einfach auflösen können und wo es im System einfach festsitzt, und zwar unbewusst. Das heißt, ein Trauma ist etwas, was uns so beeindruckt und so schockiert in dem Moment, ja, dass wir es gar nicht in dem Moment verstoffwechseln können und verarbeiten können, ja, sondern dass wir es irgendwohin wegstecken müssen. Das haben wir ja auch schon in unserem Facebook-Livestream letzte Woche beschrieben, sodass wir es einfach gar nicht richtig in dem Moment verarbeiten können, sondern es dauert einfach länger. Und du sagst jetzt auf die Frage, woran erkenne ich, ob jemand traumatisiert ist, wir sind im Grunde alle traumatisiert. Trotzdem, also das heißt, wir haben alle Bereiche, die wir noch nicht verarbeitet haben. Und diese unverarbeiteten Bereiche können sich dann wie äußern? Also um mit einer traumatischen Erfahrung zurechtzukommen, entwickeln sich Mechanismen, die haben überleben lassen. Das heißt, dieser Mechanismus ist, wenn ich nicht gesehen werde und mich nicht geliebt fühle, ist der Mechanismus, ich arbeite jetzt ganz viel, ich tue ganz viel, um ja gut genug zu sein, damit mich dann ja auch wirklich jemand liebt. So, und das steht einem später im Weg. Denn wenn man immer ganz viel tut und macht und hofft, kriegt man gar nicht das, was man will, weil man ja auf die Angst fokussiert ist. Und das ist eben, das macht ein Trauma aus, dass es aus dem Unterbewusstsein her diese Mechanismen uns dominieren. Das heißt, dass ich gar nicht in dem Moment einfach so handle, wie es der Situation hier und jetzt unter Umständen angemessen wäre, um mich selbst auszudrücken, sondern ich bin wie in einem alten Programm und arbeite zum Beispiel immer, um geliebt zu werden. Und das Problem dabei, wenn ich jetzt um dieses Beispiel von dir, im Grunde geht es ja immer um Bindung und um Liebe, aufzugreifen, das Problem ist, wenn ich dafür arbeite und mich anstrenge und besonders nett bin oder besonders tüchtig oder besonders schön oder besonders intelligent und kriege dann Zuwendung, dann weiß ich ja immer noch nicht oder habe ich ja das Gefühl, naja gut, das habe ich mir jetzt erarbeitet, aber wehe, ich wäre jetzt nicht mehr so schön und nicht mehr so intelligent, dann würden die mich wahrscheinlich nicht mehr lieben. Das heißt, ich kriege dann zwar Zuwendung,
Aber ich kann mich in der Zuwendung gar nicht entspannen. Das nährt mich gar nicht. Richtig, ganz genau. Weil es immer erarbeitet ist und weil immer das Gefühl da ist, oh, um mehr zu kriegen, muss ich ja wieder arbeiten. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist ein Dilemma ohne Ende. Das Ende, das man dann da finden kann, ist zu lernen, ich brauche mich gar nicht anstrengen, und zu lernen, dass man es selbst wert ist, geliebt zu werden und sich selber auch anfängt und lernt und traut, sich zu mögen. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, denn wenn ein Kind auf die Welt kommt und macht die Erfahrung, also ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, ist ja eigentlich davon durchdrungen, dass es liebenswert ist, sozusagen. Und wenn es dann Erfahrungen macht, die dazu nicht passen, weil es einfach nicht so behandelt wird, wie es das braucht, dann schließt das Kind im Grunde selber daraus, irgendwas stimmt mit mir nicht, sonst würde man ja so mit mir nicht umgehen. Genau. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich eigentlich nicht liebenswert bin, denn sonst würde man mich ja nicht so behandeln, dann bin ich selber ja schon der Träger dieser Überzeugung und kann dann im Grunde Liebe da, wo sie mir entgegenkommt, auch gar nicht mehr erkennen. Oder ich ziehe lauter Leute in mein Leben, die mich wirklich auch nur ausnutzen. Kann man das ja so sehen? Ja, das kann man ganz klar so sehen. Denn wir ziehen ja immer das in unser Leben, was wir in uns getragen haben. Und wenn wir eine unreflektierte Elternbeziehung haben, werden wir immer wieder das in unser Leben ziehen. Einmal, weil die äußeren Beziehungen, die innere Beziehung zu sich selber spiegeln. Und wenn wir halt gelernt haben, wir sind ungeliebt, ist nur eine Beziehung, in der wir uns ungeliebt fühlen, richtig. Egal, ob sie uns gut tun oder nicht. Das ist das, was gelernt ist und wo das Unterbewusstsein sagt, jo, so habe ich das gehabt, so ist es richtig. Das heißt, wir stellen uns immer wieder die Hölle her, die wir in unserer Kindheit hatten, weil sich das zwar nicht schön anfühlt, aber vertraut und insofern richtig. Ja, genau so ist es. Und du hast ja selber eine extrem traumatische Kindheit gehabt und hast dich rausgearbeitet, unter anderem mit dem Buch von, also mit den Affirmationen aus dem Buch von, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Louise Hay. Louise Hay, heile deinen Körper. Und Louise Hay war ja selber ein sexuell missbrauchtes Kind und erzählt, das weiß ich noch, weil ich dieses Buch eben auch lange, bevor wir uns kennengelernt haben, vor vielen, vielen Jahrzehnten gelesen habe. Louise Hay, heile deinen Körper. Und da schildert sie, dass es ein Schulfest gab und es gab Kuchen. Und bei ihr zu Hause gab es nie Kuchen. Und irgendwie hat sie es aber hingekriegt, dass sie in dem Moment, wo der Kuchenteller bei ihr ankam, nahm dann ein anderes Kind das letzte Stück und sie kriegte keinen Kuchen ab. Mhm. Während alle anderen Kinder zu Hause immer Kuchen haben konnten, wann sie wollten, auch da wieder Kuchen kriegten. Und das hat sich ihr so eingeprägt, weil es natürlich einerseits eine schreckliche Erfahrung ist, wo man denkt, wie kann das denn sein? Und andererseits füttert das ja dann immer wieder die Erfahrung, also die Überzeugung, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, denn sonst würde bei mir ja auch mal Kuchen ankommen. Ja, ganz genau. Wie hast du das in deinem eigenen Leben erlebt? Wie war deine Kindheit und wie waren deine Überzeugungen? Ja, genau so. Und ich habe das auch immer geschafft, also Menschen ins mein Leben zu ziehen, die mich verletzt haben, die mich verlassen haben, für die ich nichts wert war und die auch nicht warm waren und fürsorglich. Und für mich war das am Anfang schon viel, der hört mir zu, der ist nett und tut mir nichts, dann war das war für mich schon das höchste der Gefühle. Also die Abwesenheit von Misshandlung und Folter war für dich schon der Himmel. Der Himmel auf Erden, ja. Da dachte ich schon, wow. Und in deinem Buch schilderst du ja sehr, sehr detailliert, wirklich, es ist wirklich ein Handbuch, mit dem man sich selber auch aus seinen Traumatisierungen befreien kann, wie du das gemacht hast und welche Schwierigkeiten auftreten. Und diese Schwierigkeiten finde ich deswegen so spannend, weil daran ganz viele Menschen scheitern, weil man immer denkt, jetzt will ich raus aus meinem Trauma und aus meinem Verhaltensmuster. Mhm. Und wenn ich das versuche, das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sehr gut, dann fühlt sich das so schrecklich an und so beängstigend und so falsch, dass man denkt, das kann es ja doch wohl nicht sein. Aber genau das ist es. Kannst du da zu der Dynamik bitte noch ein bisschen was erzählen? Ja, also das ist somit die größte Herausforderung überhaupt, diese Dynamik. Denn man kann es wirklich sich
umprogrammiert haben im Gehirn mit Affirmationen. Man kann es geübt haben. Aber in unserem Körper ist er als Alte gespeichert und in unserem Geist auch. Und immer wieder sind wir noch in Resonanz mit dem Alten. Und immer wieder kommen diese neuen Situationen. Und immer wieder muss man sich sagen, nein, ich habe das Alte für mich entschieden. Das ist richtig und ich gehe da jetzt hin. Aber wenn man das tut, kommen die alten Todesängste und die alten Verletzungen alle wieder hoch. Und das passiert so lange, bis man wirklich so oft da durchgegangen ist, ja, bis man die ausgehebelt hat und bis man sagt, da angekommen ist, ja, jetzt bin ich bei also dem bis Neuen. Man praktisch die alte Gewohnheit des Gehirns ersetzt ja, hat, durch die neue. Also überschrieben hat durch eine neue. Um jetzt mal ein ganz harmloses Beispiel oder relativ harmloses Beispiel zu nehmen, wenn ich als Kind immer wusste, ich muss intelligent und tüchtig sein, mhm, um geliebt zu werden. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann erkenne, im Erwachsenenalter oder wann immer meine Situation mir ermöglicht, das zu reflektieren, mhm, dass ich eigentlich damit aufhören möchte, mhm, und ich dann eben aufhöre, die ganze Zeit zu brillieren, dann habe ich jetzt zunächst mal das Gefühl, jetzt werden wahrscheinlich alle Leute weglaufen, werden mich nicht mehr mögen, niemand wird sich mehr für mich interessieren, mm-hmm, und es fühlt sich ganz falsch an, mm-hmm, und ich muss es trotzdem tun, um ja, dann zu merken, naja, ein paar Leute laufen vielleicht wirklich weg, aber ja, es gibt auch welche, die bleiben und es kommen neue, die mich offenbar einfach so mögen, wie ich bin. Mm-hmm. Aber diesen Mut aufzubringen, Sandra, wie hast du das geschafft? Also ja, das ist dieser Mut zur Lücke und ich habe das also mehrfach so gemacht, weil ich verschiedene Stufen durch habe. Und also bei mir war jedes Mal alle weg. Da also blieb gar nichts. Und es ist aber so, dass sich das durchaus gelohnt hat. Denn jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, bin ich mir selber ein Stück näher gekommen und habe quasi auf der nächsten Ebene wieder neue Menschen gefunden, die mir auch näher waren, die aber immer noch Knöpfe gedrückt haben, von denen ich noch echt zur Genüge hatte. So, und aber ich kann nur sagen, dieser Mut zur Lücke ist die Entscheidung für sich selber. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was wirklich weiterbringt und wo man dann wirklich auch gerade aus diesem Schmerz heraus, dass alle weg sind, sich selber zuwendet und lernen kann, sich zu sagen, ich bin richtig so, wie ich bin. Und ich bin es auch wert, dass die Leute in mein Leben kommen, die mich so nehmen, wie ich bin. Okay, jetzt ist hier eine Frage. Seid ihr noch länger hier live? Also bis 10 ja, haben wir uns vorgenommen. Und Angelika fragt, hilft da nicht EFT? EFT. Ich weiß nicht, was EFT ist. Musst du mal bitte die Abkürzung auflösen? Ja, bitte. Ich hole mal Leute her, nicht wundern. Gerne. Aber ist das diese Klopftechnik? Das könnte sein. Ich kann mir solche Abkürzungen einfach nicht merken. Also Klopftechnik, also ja, die hilft, ja, bedingt. Man kann mit Klopftechnik bestimmte Sachen löschen im Körper und auch neu reinprogrammieren. Das ist aber nur eine bestimmte Ebene. Und diese tiefen inneren Gesetze sitzen auf verschiedenen Ebenen. Also man kann die allein mit wenn das die Klopftechnik ist, nicht lösen, weil man A, das innere Gesetz umprogrammieren muss und zu den Situationen das neue Gefühl pflegen muss, damit man da reinkommt und das Alter ablösen kann. Genau, Astrid schreibt auch so eine Klopftechnik, glaube ich, ganz genau. Ja. Und du hast es gut beschrieben, das ist auf der Symptomebene wunderbar, aber es löst nicht die Ursache, denn die Ursache ist die Überzeugung, die ich im Moment der Traumatisierung, und viele von uns sind ja in immer wiederkehrender Weise traumatisiert worden, also die Überzeugung, die ich mir da gewonnen habe, davon, was ich tun muss, um in dieser Situation zu überleben. Das ist etwas, was ich mir selber als Kind im Zweifelsfall, man wird natürlich auch als Erwachsener, kann man auch noch traumatisiert werden, aber im Normalfall sind es ja Traumatisierungen, die uns prägen, die wir im Kindesalter erleben, weil wir da auch leichter zu traumatisieren sind, weil wir die Welt noch gar nicht so richtig verstehen, weil wir total auf diejenigen, die für uns sorgen, angewiesen sind und weil alles, was da passiert, dem sind wir sehr viel schutzloser ausgeliefert, weil wir eben so abhängig sind.
Genau, das ist die Meridian-Klopftechnik. Jetzt ja, haben genau. wir es ja auch schon, haben wir es auch schon besprochen. Und also die Klopftechnik ist eben auf der Symptomebene absolut hilfreich, aber diese Überzeugung muss ich eben erstmal wirklich auflösen. Und was noch was ist, also in den Meridianen können Traum verankert sein, aber wenn wir die da lösen, dann lösen wir auch die Anker zu den Gefühlen und dann können aber auch die Gefühle davon wieder ins Bewusstsein kommen. Also wie gesagt, es gibt viele Ebenen und wenn die Gefühle kommen, kommen die alten Gedanken natürlich auch wieder und wollen dann auch wieder verändert werden. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich glaube, mit dem Anker, das sage ich nochmal in meinen Worten irgendwie, bitte. Weil ich auch eine Weile gebraucht habe, bis ich das verstanden habe. Mhm. Also in dem Moment, wo ich das Trauma erlebe, bin ich ja überfordert. Und das heißt, die Emotionen, die da entstehen, sind so intensiv, dass ich das gar nicht aushalte, die zu fühlen. Und sie mir wegstecke. Ja, das ist wie eingefroren oder wie in eine extra versteckte Datei, weil ich das jetzt gar nicht alles aushalte. Das würde mich überwältigen. Ich könnte es nicht überleben. Ich könnte nicht weiterleben. Und in dem Moment, wo ich dann mit der Klopftechnik oder egal mit welcher Technik anfange, diese Traumatisierung, wieder sozusagen in meinem Leben lebendig zu machen, aha, also unsere Videoshow ruckelt offenbar ein bisschen. Hauptsache, ihr könnt uns noch gut hören. In dem Moment, wo dieses Ereignis in uns lebendig wird und wo diese Verankerung gelöst wird, werden ja alle damit verbundenen Gefühle frei. Und das heißt, ich werde überflutet von den Gefühlen, die ich mir damals gar nicht erlauben konnte. Und das können wir zwar dann jetzt, wenn wir groß sind, überleben, aber wir müssen damit rechnen, dass es uns erstmal schlecht geht. Obwohl genau. wir gerade das Trauma gelöst haben und denken, ah super, jetzt habe ich das Trauma angeguckt und aufgelöst. Mhm. Warum geht es mir denn jetzt schlecht? Ja. Und es geht schlecht, weil es dann hochkommt und weil nach der Auflösung des Traumas die Gewohnheit, in der sich der Körper und der Geist befindet, verändert werden wollen. Und das braucht nochmal Disziplin. Und im Grunde ein Bild dafür, warum dann im Grunde die Schmerzen kommen, ist wie wenn man eben draußen war und es war zu kalt und die Hände sind abgefroren und sind ganz gefühllos geworden und man geht dann wieder ins Warme und es ist ja eigentlich wunderbar, man kommt ins Warme und die Hände tauen wieder auf und jeder von uns kennt das, früher vom Schlittenfahren. Es tut erstmal wirklich weh, wenn die Hände dann wieder warm und lebendig werden, bevor sie dann wieder auch die angenehmen Gefühle fühlen können. Angelika schreibt also an der Eigenliebe arbeiten und vergeben. Ja. Ja, nur das ist sozusagen, das Vergeben ist ja ein sehr viel späterer Punkt. Ich muss ja erstmal selber mit meinen Emotionen umgehen, bevor ich dann dazu übergehen kann, zu gucken, was ist denn überhaupt mit dem anderen? Wie war das bei dir? Also bei mir war es, Selbstliebe war ja strengstens verboten. Das war ja für mich damals noch wirklich mit Hass und Brutalität verknüpft. Und bei mir war der Weg, erstmal mich annehmen, wie ich bin, die Gefühle fühlen, wie sie waren, um dann irgendwann ganz viel später zu begreifen, warum ich wie reagiert habe. Und danach kam erst dann die Vergebung und die Selbstannahme. Also es ist so ziemlich so das Ende der Fahnenstange. Also nee, besser gesagt, kurz vor der Zieleinlauf. So, das ist besser gesagt. Aber also vorher ist ein ganz langer Weg, der sehr in die Tiefe geht, wo man sich quasi selber ausbuddelt, kennenlernt, wahrnimmt und auch aushält. Das ist ein wichtiger Faktor, sich selber aushalten. Genau, und hier kommt jetzt, seit wann sitzen Sie im Rollstuhl? Niemand von uns sitzt im Rollstuhl. Nee. Und natürlich lasst das innere Licht leuchten. Das Problem ist nur, wenn wir auf die Erde kommen und eben mit traumatisierenden Erfahrungen konfrontiert sind,
dann haben wir nicht so unbedingt den Mut, unser Licht leuchten zu lassen, sondern sind eher geneigt, es zu verstecken, denn wir wollen ja mit unserem Licht überleben. Ne? Mhm. Erzähl du mal ein bisschen was dazu und ich versuche hier mal den Fehler zu finden, warum unser Video die ganze Zeit stockt. Also das Licht leuchten lassen ist auch eigentlich so etwas, was ziemlich später, also bei mir spät gekommen ist. Das mag bei anderen anders sein. Aber genau das Lichtleuchten heißt ja, man ist in sich, man steht für sich ein, man ist in seiner Kraft. Und das ist ja eigentlich so die Zielvorstellung. So, und die hat man aber nur, wenn alle Selbstzweifel aufgelöst sind und wenn man Rückgrat hat und für sich einsteht und wenn man weiß, was man will und was einen selber auch gut tut und was einem glücklich macht. Und allein dieses Bewusstsein will ja erstmal erlangt werden. Und das ist ein längerer Prozess. Ja, und zum Thema Vergebung. Vergebung wird da nochmal angesprochen. Ja. Bartek schreibt, meiner Meinung nach geschieht Vergebung von selber, wenn man so weit ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil man nicht versuchen darf, Vergebung vorzuziehen. Nach dem Motto, ich habe eigentlich meine eigenen Emotionen und meine eigenen Erfahrungen noch gar nicht richtig verarbeitet, aber ich versuche über den Groll oder vielleicht auch den Hass und die Angst und all diese heftigen, unangenehmen Emotionen, versuche ich schon mal so diesen Mantel der Liebe zu breiten und Hei-Tai-Tai. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt ansprichst. Bevor man in die Vergebung geht, kommt ja dieses sich selbst annehmen. Und damit meine ich, all das Fühlen, was man früher gefühlt hat, mit Hass, mit Wut, mit Schmerz, mit Trauer, mit Ohnmacht, alles einfach. Und das haut einen ja erstmal wirklich aus den Socken und will verarbeitet werden. Und dann kommt erst Vergebung, und zwar sich selber. Weil die meisten, wenn sie wütend sind oder wenn sie anderen wirklich die Kratze an den Hals wünschen mal, weil da so schlimme Dinge passiert sind, verurteilen die sich erstmal selber. Und dann ist der Schritt, aufhören, sich zu verurteilen, dass sich das in einem bestimmten Maß erlauben, aufschreiben, verbrennen, rausschreien, was auch immer, und dann ist es gut und dann kann man in die Vergebung gehen. Das heißt, es hat keinen Sinn, diese Emotionen, die man hat, diese Schwein, was hat der mit mir gemacht oder so, das einfach so wegdrücken zu wollen. Auf gar keinen Fall, nein. Weil dann, das sind toxische Emotionen, die sind im System, die können sogar den Körper übersäuern und reagieren immer. Und immer, wenn was Ähnliches kommt, schießen die hoch wie ein Vulkan und dann wird man wütend und viel wütender, als es für eine Situation vielleicht angemessen war. Also ich weiß, wovon ich spreche, ich bin ein impulsiver Mensch. Also das schoss dann schon manchmal hoch. Und erst wenn man die für sich angenommen hat und weiß, aus welcher Situation kommt das und wie ist das und wirklich auch darauf wütend war und das rausgelassen hat, kann man das von dem Alltag entknüpfen und dann im Alltag gelassener reagieren. Denn sonst, und da kommen wir jetzt zu einem Thema, was für das Leben mit Kindern extrem wichtig ist, solange wir nicht die Emotionen da, wo sie ursprünglich entstanden sind, nämlich zum Beispiel bei dem Täter, der meine Kindheit irgendwie vergiftet hat, da zugeordnet sind und ich sie da gefühlt habe und diesen Groll und Hass da gefühlt habe und aufgearbeitet habe, schießt es eben, wie du das geschildert hast, in allen möglichen Alltagssituationen hoch. Und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel meine Kinder unverhältnismäßig anschreie, einfach weil ich diesen unausgelebten Groll gegen ganz andere Leute, mit denen meine Kinder gar nichts zu tun haben, noch in mir trage, sodass es immer zur Unzeit hochkommt. Und das erlebe ich ja in der Arbeit mit Eltern stark, dass sie sagen, ich liebe meine Kinder und ich verstehe das gar nicht, warum ich dann auf einmal so getriggert bin, dass mir die Hand ausrutscht oder dass ich mein Kind anschreie wie verrückt. Ich weiß, wie kommt das? Und das sind eben im Grunde, da muss man dann gucken, gegen wen richtet sich diese unangemessene Emotion wirklich? Das kann doch nicht sein, dass wenn mein Kind, mein Zweijähriges, den Saft umkippt, dass ich dann so ausflippe. Da muss doch was anderes dahinter stecken. Aber da kann man sich fragen, was macht das mit mir? Und wenn man sich das fragt, kommt man tiefer zu der Situation, die das vielleicht ausgelöst haben könnte. Ganz genau. Und ich versuche gerade mal hier das irgendwie mit der Stream-Einstellung besser hinzukriegen. Und da war eben schon ein guter Tipp mit der niedrigen Latenz, aber ich kann das hier im laufenden Stream leider nicht
umstellen und ich traue mich nicht, den Stream zu beenden, weil ich dann das Gefühl habe, wer weiß, ob wir das jemals wieder schaffen. Schade, diese Unterbrechung. Ja, ich glaube, das liegt an den Skalarwellen wegen der schlechten Internetverbindung. Muss so sein. Helfen, ja. Chemtrail, was dagegen? Na gut, da sind ein paar Scherzkekse heute Abend unterwegs. Die Verbindung ist leider sehr schlecht. Edda, weil sicher. Nämlich, schreibt Edda Müller, ja, nämlich, weil es einem bewusst geworden ist. Ganz genau. Und indem es einem bewusst geworden ist, ist der erste Schritt getan. Aber das ist eben das Wichtige und das ist auch das Wichtige, was Sandra eben in ihrem Buch, was jetzt im Druck ist gerade, beschreibt. Das Bewusstwerden ist nur der erste Schritt. Wenn Richtig. Du da nochmal die nächsten Phasen nochmal zusammenfassen genau. möchtest, bitte. Okay, also erstmal wird uns das bewusst, wir kommen an die Situation, dann wissen wir ja schon mal, wo es zusammenhängt. So, und dann kommt der Schritt, was hat die Situation mit mir gemacht? Also, welchen Schutzmechanismus brauchte ich, um das zu überleben und zu begreifen? Dadurch kann man dann begreifen, was einen triggert. Wenn dann nämlich Ähnliches kommt, geht man hoch wie eine Rakete, weil dieser Mechanismus greift. Und dann nimmt man halt diese Gefühle wahr und nimmt die an. Und danach kommt dann diese Vergebung für sich selber. So, in der Richtung. Das ist wunderschön erklärt, nur schade, kommt einfach nichts mehr an, richtig. Ah. Und ja, ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich das mache mit den Stream-Einstellungen. Um im laufenden Stream das ändern zu können. Es sind so viele Leute da, aber ich gucke mal, ob ich hier noch was ändern kann. Details, Live-Chat, langsamen Modus aktivieren. Mal gucken, ob das was hilft. Nee, nein, das hilft nichts. Du hast ja auch nicht gespeichert. Tja, ich weiß jetzt einfach nicht, was ich tun soll, ihr Lieben. Sehr ärgerlich. Ja, Streamzustand, Fehlerkandidat, da steht sehr gut, ja. Und dann schon wieder nicht mehr. Ja, also es schwankt immer. Vielleicht werden wir auch tatsächlich behindert, aber es ist immer leicht, da die Weltverschwörung. Jetzt ist es wieder gut, genau, aber nur ganz kurz. Schuldig zu machen. Wobei ich bin mit LAN, mit sehr guter Verbindung, wird uns hier gesagt, im Internet. Jetzt geht es gerade. Na gut. Ihr wurdet gerade im HO-Dorf promoted. Aha. Aha, ja schön, aber Dagmar Neubronner. das Thema Trauma ist deswegen so extrem wichtig für unsere Zeit jetzt, weil wir ja ein neues, besseres Sein uns erschaffen wollen und im Begriff sind, das zu tun. Und das können wir im Grunde nur, indem wir die Traumatisierung die wir selber erlitten haben, aufarbeiten. Denn nur dann sind wir auch frei davon, sie nicht an unsere Kinder weitergeben zu müssen. Aber auch wenn die Kinder schon da sind, ich meine, die suchen, wollen ja auch lernen und die perfekte Eltern nützen denen gar nichts. Also Eltern haben zu den Kindern eine energetische Verbindung und wenn Eltern an sich arbeiten und aufarbeiten, geht diese Information automatisch über eine Verbindung, energetische Verbindung auch zu den Kindern, sodass sie die Möglichkeit erhalten, diese für sich auch aufzugreifen. Und von daher ist es immer gut, egal auch ob die Kinder klein sind oder älter sind, die kriegen das immer auf die eine oder andere Art mit. Und es tut denen immer gut, wenn Eltern für sich sorgen und für sich einstehen. Das ist ganz wichtig, weil wir oft das Gefühl haben als Eltern, wir müssen uns aufopfern ohne Ende. Aber damit leben wir den Kindern ja auch vor, man muss sich aufopfern ohne Ende. Ja. Und natürlich sind wir verantwortlich für unsere Kinder und müssen auch für sie sorgen. Mhm. Aber eben in dieser Selbstachtung und Selbstliebe, denn ein leerer Brunnen kann eben auch nicht das Feld bewässern. Genau. Jetzt ist hier eine Frage. Erstens, Christine schreibt, wir können bei uns selbst unter Einstellungen die Qualität runtersetzen. Wenn ihr das macht, dann läuft es wieder, Wunderbar. Hoffe ich. Dann, Christian, was hilft gegen Schattenwesen? Willst du darauf antworten? Gegen Schatten, ja, es gibt ja so viele verschiedene. Als Selbstschutz, man kann sich selbst in der Aura ganz viel Schutz erstellen und auch mit der geistigen Welt erstellen lassen.
man braucht ganz viel, weil es gibt auf ganz viele Frequenzen ganz viele unterschiedliche Wesen, die einen behindern und angreifen können. Viele lagern sich auch parasitär im Ätherleib ein, das kann man entfernen lassen dann. Man kann auch versuchen, also wenn man so sein Seelenlicht in den Körper holt, also die größtmögliche und dann wie so eine Bombe im Körper platzen lassen, denn Licht ist das, was die am allerwenigsten mögen. Und das sprengt schon mal einiges weg. Nicht alles, aber schon mal ein Teil. Das heißt, eben Schattenwesen sind ja im Grunde, ja, wie würdest du das nennen? Das sind ja abgespaltene Gedanken und Gefühle von uns im Grunde auch, oder? Okay, ah ja, ja, okay, genau. Wieder was anderes. Genau, das sind, abgespalten und auch ver... Also abgeschoben quasi, die will man nicht. Und im Prinzip, meine Erfahrung ist aber, wenn diese Schattenwesen, die können einem wirklich auch als so laufende Wesen begegnen. Wenn man die mal anguckt und denen mal ein Licht von sich schickt und mal testet, was macht es mit denen? Wenn das die eigenen Schattenwesen sind, werden die dann heller und verändern sich und können dann auch so angesehen und wieder integriert werden. Super, das ist zum Beispiel, das erinnert mich an den Film von der J.K. Rowling, fantastischen Tierwesen, wo ja auch der eine diese starken seelischen Fähigkeiten hat und dadurch, dass sie nicht sein dürfen und er versucht, sie abzuspalten, wird es im Grunde ein böses Schattenwesen. Ja, genau. Jetzt ist hier noch eine Frage. Moment, ist das mit der energetischen Verbindung auch bei erwachsenen Kindern noch so, die schon über 30 sind? Ja, die bleibt. Das heißt, egal wann wir anfangen, an uns zu arbeiten und für uns zu sorgen, helfen wir... Immer. Es geht immer. Auch unseren Kindern. Ja. Ganz genau. Dann, Licht und Schatten sind ja nur Synonyme für etwas Metaphysisches. Ja. Ja, aber hier auf der Erde ist Licht und Schatten, ja, ne, morgens geht die Sonne auf, sozusagen. So, dann... kennen Sie Martin Hüller? Der kennt sich auch sehr gut aus damit und ist bekannt auf YouTube. Weiß ich jetzt nicht. Für mich war es bei meinem Traumaheilungsprozess so wohltuend, erst zu trauern und den Schmerz zu spüren, was sehr lange dauerte. Mhm. Anschließend kam ganz viel Wut und danach die Freude. Ja, das stimmt auch. Das kann ich auch bestätigen. Ja. Ja, guter Weg. So ist es. So, Adam, wir warten alle auf den Nikolaus. Ach, da ist es einfach jemand, der ein bisschen stören will. Okay, dann sind da noch weitere Fragen. Moment. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, und ich finde das so befreiend, dass wir im Grunde, indem wir an uns selbst arbeiten, gleichzeitig für unsere Kinder mitarbeiten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese ganz tiefe, kreatürliche Zuneigung zu unseren Kindern, also die Liebe zu Deutsch, uns hilft, Dinge zu schaffen und in Angriff zu nehmen, die wir sonst vielleicht gar nicht vielleicht gar nicht gemacht hätten. Also das heißt, gerade wenn wir traumatisiert sind, wachsen wir in der Fürsorge für unsere Kinder oft über uns hinaus und gehen mit unseren Kindern viel besser um, als wir es eigentlich können dürften, ja, sozusagen. Genau. Auf jeden Fall. Dass da wirklich die Liebe, die man in sich trägt, rausgekramt und wirklich dem Kind weitergegeben wird. Und so was meine Erfahrung ist für mich, war echt die riesige Herausforderung. Also ich wollte, dass mein Kind es auf jeden Fall besser hat als ich und ich wollte ihm all die Liebe geben. Zumal ich war damals noch nicht so weit, wie wir heute selbst reden. Und das hatte zwei Hintergründe. Also einmal wollte ich mir natürlich die Familie erschaffen, die ich nie hatte. Was mich eine Zeit auch, was mir wirklich gut getan hat. Zum anderen war es aber so, ich wollte meinem Sohn das geben, was ich nie bekommen hatte. Und da kam ich in eine Zwickmühle. Denn ich habe das für meinen Sohn empfunden. Ich habe den geliebt und ich habe ihm das gegeben. Und gleichzeitig gemerkt, oh Scheiße. Das hast du alles nicht gekriegt. Und dann kam natürlich mein Schmerz hoch. Und das war für mich ein riesiger Balanceakt, irgendwie meinem Sohn nicht das Gefühl zu geben, dass er Schmerz in mir auslöst, sondern ihn zu lieben und trotzdem irgendwie mit in meinem Schmerz zurechtzukommen. Und das war etwas, wo ich wirklich mit zu knabbern hatte. Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass Eltern und besonders Mütter in der Fürsorge für ihre kleinen Kinder
Orte haben und andere Menschen, wo sie diesen Teil, diesen eigenen Schmerz genau. loswerden können. Ja. Das sind hier interessante Beiträge. Also Astrid, danke, das ist ein wichtiger Hinweis für mich. Dann Johanna, was für mich auch wichtig war, über Körpertherapie und Bonding mich selbst erst wieder spüren zu können und Zugang zu meinen Gefühlen zu haben. Mhm. Vielleicht kannst du darauf gleich noch eingehen. Und Astrid schreibt dann noch eine Frage. Geht das auch in die andere Richtung, von den erwachsenen Kindern zu den eigenen Eltern? Zwei Anmerkungen, einmal mit Bonding und Körpertherapie. Also in die andere Richtung geht auch, aber ist der Fluss nicht so stark. Also das ist ja so ein universell gesteuerter, natürlicher Fluss, der immer weitergeht. Aber man kann natürlich auch, klar, wenn jemand sich heilt, und so wie ich jetzt, ich habe diesen Kreislauf durchbrochen, ich bin also nicht Täterin geworden, und hab diesen Kreislauf durchbrochen, der kann sich nicht weitergeben und ein Stück fließt das auch zurück. So, aber ich kann es nicht genau sagen, aber gefühlt ist die Verbindung von den Eltern zu den Kindern stärker. Also das die Flussrichtung, meine ich. Indem man einfach dann in der Lage ist, in deinem Fall, du bist ja mit rituellem Missbrauch konfrontiert gewesen, dass es geht ja zum Teil über Jahrhunderte, ja. weil immer aus den Opfern wieder Täter werden. Ja. Und wenn dann ein Opfer, so wie du, es schafft, diesen Kreislauf zu durchbrechen und eben nicht selber zum Täter zu werden, ja. das ist natürlich eine riesige Erleichterung für alle, die danach kommen. Mhm. Und es wirkt ein bisschen auch rückwärts, aber der natürliche Fluss ist in die Richtung. Genau. Und kannst du zu dem Thema Bonding und Körpertherapie ja, noch was Bonding sagen? Ja, Bonding habe ich schon mal was von gehört. Also ihr könnt mich jederzeit korrigieren. Meines Wissens ist das so, dass wirklich das eine Therapieform ist, wo sich jemand auf den Boden legt und jemand, den man nicht so gerne mag, obendrauf, sodass die in Resonanz miteinander gehen können. Mag eine gute Sache sein, ist aber aus meiner Sicht für missbrauchte Menschen überhaupt kein gutes... eine Retraumatisierung. Richtig, eigentlich, ja, ne? Ja, genau. So. Also das geht da gar nicht. Aber es mag genug Bilder und Menschen geben, wo das passend ist und wo die dann durch diese Herausforderung wieder in den Körper und in die Lebendigkeit kommen, will ich überhaupt nicht absprechen. Gut, aber da muss man einfach sehr vorsichtig sein. Genau, und differenziert vorgehen, genau. Genau, das schreibt Bärbel, das kann ich auch sehr bestätigen. Mhm. Dann kommt noch eine Frage, was meint ihr mit Schattenwesen? Meint ihr damit innere Anteile Richtung Ego-State-Therapie? Ich merke, wir kennen uns mit diesen ganzen Fachwörtern gar nicht so aus. Wir haben einfach nur unsere Lebenserfahrung. Ja, genau. also ich habe die Schattenwesen auch erlebt und als eigene Anteile, die aber frei außen rumlaufen. Man sieht die wirklich wie, als wenn ein Schatten irgendwo lang flitzt. Also die sind wirklich völlig abgetrennt schon. Und man kann die aber wirklich Verbindung aufnehmen. Die lösen auch große Ängste aus, weil das natürlich abgespaltene Sachen sind. Und aber wenn man die erkennt als eigenen Anteil und Lichthirn schickt, können die integriert werden. So, aber ich habe sie wirklich als abgetrennt erlebt. Mhm. Abgespalten auch, ne? So, jetzt kommt Fralon, hat er schon mal gefragt, ist Gott die Quelle wie ein unreifes Kind oder warum gibt es so viel Schreckliches? Das ist jetzt ja eine sehr komplexe Frage. Also, wir leben auf dem Planeten der freien Entscheidung. Und in der geistigen Welt, wenn man da zu Hause ist, wird überhaupt nicht bewertet. Also, da ist alles Erfahrung und alles Entwicklung und alles Selbstannahme und das Erleben in diesem dichten Zustand. Und da das da nicht bewertet wird, also selbst das Schlimme, was ich erfahren habe, war da nicht schlecht. So. Und jetzt habe ich den Faden verloren. ja. Ja, dass die Quelle nicht wie ein unreifes Kind ist. Nein, überhaupt nicht. Die Quelle ist bewusste Liebe, die alles mit Liebe durchdringen will. Und es gibt halt Sachen, die nicht von Liebe durchdrungen werden wollen. Das ist richtig. Die sollte man auch irgendwie tunlichst mal meiden, wenn so lange. Oder abschätzen, abwehren, wenn das geht. Aber der Weg ist, in die Liebe zurückzufinden. Egal wie was Schlimmes passiert ist, den Weg zu wählen. Ja, und es ist ja, also ich sehe das so, dass wir eben, wie du sagst, hier mit freiem Willen unterwegs sind ja. und in unserer Schöpferkraft diese Dinge
erschaffen. Ja. Und es ist im Grunde ein bisschen jetzt, wenn man es mal ein bisschen runterbricht, natürlich vergröbert, wie in einem Computerspiel. Ja, wenn ich ein Computerspiel spiele und dann bin ich da der Böse oder der Gute und die kämpfen gegeneinander und so. Aber ich selber, mein eigentliches Wesen, ist ja auch außerhalb und nur ein ganz kleiner Teil von mir ist in diesem Spiel drin. Genau. Und Falun schreibt jetzt, würden die Feinstofflichen selbst leiden, würden sie ja wohl auch bewerten. Wir selber sind ja die Feinstofflichen auch. Wir sind ja nicht nur hier, wir raden ja hier, wir benutzen hier diese Körper, so wie unsere, wie beim Computerspiel halt. Ja, ne? Aber ich verstehe die Frage. Ich war eine Zeit so sauer auf die. Ich war so sauer auf die, dass ich so ein Leben hatte und dass ich diese Hölle so oft durchleben musste. Also irgendwann, ich habe eine Zeit gesagt, ich bringe das jetzt mit hoch und knall euch das in die Ohren, damit ihr mal wisst, wie sich das anfühlt. Ja, aber es ist, da oben ist es einfach nicht so. Ja, da kann man auch nichts machen. Deswegen kommen da auch manchmal Antworten, wo man echt die Wände hochgehen kann, weil die Dinge einfach anders sehen. Ich habe aber gemerkt, also je mehr ich zu mir gekommen bin und in diese Vergebung und auch also eine andere Sichtweise dazu bekommen habe, also es ist nicht so, dass ich das gut finde oder so, sondern es geht einfach darum, den Groll loszulassen. Den Groll A auf sich selber, dass man irgendwie in so ein Leben inkarniert ist und sich das ausgesucht hat und was da alles passiert ist. Und B, darauf, wie man da durchgegangen ist. Zu lernen, man ist gut genug, man kann leben, man darf leben und es soll einem gut gehen und das ist erwünscht. Ja, und es ist, man tut einfach das Beste hier auf der Erde, wenn es einem selber vom Herzen gut geht. Ja, Falun hat noch einiges geschrieben, ja. Was ich jetzt nur kurz vorlese, weil auch andere natürlich mit ihren Fragen zur Geltung kommen sollen. Ja. Das bestätigt aber genau, dass du ihn richtig verstanden hast. Ja. Nämlich er schreibt, warum gibt es die? Ist doch fehlerhaft, Fehler in der Existenz. Ich bin sauer auf Gott, nur verstehe auf die Quelle. Total, ja. So, und kenne ich auch diesen Groll, ne? Die da oben und die haben gut reden. Ja, außerhalb der Matrix, toll. Und man sitzt hier und hat Zahnschmerzen. Im leichtesten Fall. So, jetzt war hier aber noch von Bridget, können Kinder auch von Schattenwesen verfolgt werden? Ja. Okay, dann Loki 14, wenn man stark genug ist, kommen die Schattenwesen überhaupt nicht an einen heran. Das ist meine Meinung. Stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, das ist wie beim Autofahren. Man muss die ganze Zeit praktisch auf dem Weg bleiben, ja? Und wenn ich bin gestern vom Allgäu bis Bremen gefahren, über 800 Kilometer, habe durch die Staus 12 Stunden gebraucht und ich habe mir dann gedacht, das ist ja wirklich sehr interessant, mit dem inneren Weg als Mensch zu vergleichen. Beim Autofahren sind wir daran gewöhnt, dass wir nicht sagen können, ja, wir haben einmal beschlossen, wir fahren vom Allgäu nach Bremen und dann können wir ja zwischendurch ruhig rumhampeln, sondern wir müssen in jedem Moment darauf achten, dass wir die Richtung beibehalten. Mhm. Sonst kommen wir ab, ne? Und das heißt, das stimmt, wenn ich stark bin, wenn ich in meiner Mitte bin und wenn ich weiß, wer ich bin und dass ich Licht bin, dann können die mir gar nichts. Mhm. Aber so wie ich irgendwie auf den Randstreifen komme oder schon mal so durch die Brennnessel schruppe, schwacher Moment reicht. So, und dann kommen sie eben ran und dann muss man es immer wieder korrigieren. Und das ist so wie Zähneputzen oder so. Man muss es eigentlich immer wieder überprüfen und immer wieder schon die kleinen Abweichungen in Ordnung bringen. Mhm. Ne? Aber bei den Schattenwesen ist es eben wichtig, ob es die eigenen sind und ob man die annehmen kann. Und dann braucht man sich ja nicht mehr schützen, denn dann sind sie integriert. Ganz genau, denn wenn ich zum Beispiel misshandelt worden bin und einen riesigen Hass davon in mir trage und diesen Hass dann irgendwann anschaue und mir selber zugucke, wie ich als kleines Kind in dieser Situation war und wie verständlich dieser Hass ist, dann kann ich den auflösen und dann begegnet er mir, dann ziehe ich ihn auch im Außen nicht mehr an, weil ich die Energie wieder umgewandelt habe. Ja. Aber dafür muss ich mich eben meinen eigenen negativen Gefühlen stellen und kann nicht, solange ich immer nur so, ach, und da ist ja Hass und wie schrecklich und so, und ich selber habe solche Gefühle nie, das stimmt eben in der Regel also nicht. Noch eine Anmerkung, also es ist wichtig, sich auch da wirklich zu entscheiden. Will ich meinen Hass nähern, gucke ich den an, ich bin so wütend, oder sage ich, ja, da ist Hass und ich verstehe das kleine Kind in mir, dass es gehasst hat, das ist auch richtig so, aber jetzt kann ich es aus einer anderen Sicht sehen und kann den Groll gehen lassen.
Ganz genau. Fabian schreibt, ich hasse aber Zähneputzen. Ja, das kann ich so gut verstehen. Aber nützt nichts. Genau. Luki schreibt, also einfach konzentriert bleiben. Genau, der absolute Wille ist eine Macht. Ja. Absolut, ja. Genau. Wenn er, aber wichtig ist, dass er mit dem Herzen verbunden ist, denn die wahre Macht ist unser Herz und unser Herzmagnet, denn der zieht das ins Leben, was uns gut tut und was wir uns von Herzen wünschen, das, was wir sind. Ganz genau, und das hat Edda nämlich auch schon geschrieben, das bedeutet zu jeder Zeit im Herzen sein. Genau. Und Birdie Bear schreibt, bin auch aus dem Allgäu, als es naturbelassen war, genau. So, dann Second Phase Hallöle, so loslassen. Ah, loslassen, das ist doch, da sagt doch bitte noch was dazu. Loslassen, Das schreibst du ja. auch in deinem Buch so wunderbar. Ein herrliches Lieblingswort von mir, weil das absolut für mich total irreführend ist. Denn was bedeutet dieses Loslassen? Jeder denkt, ach, lass die Situation los, schieb sie weg, fertig. Das ist Verdrängung, geht so gar nicht. Wir können die nur auflösen, wenn wir uns die Situation angucken, die Gefühle annehmen und dann die Situation integrieren als Teil von uns, indem wir daraus gelernt haben. Wir haben dann die alten Gefühle und den Groll losgelassen. Aber im Grunde, das Hauptthema ist Integration, Annahme und Integration der eigenen Gefühle, der eigenen Sichtweise, der eigenen Wahrnehmung. So wie sich das Kind oder in der Situation, wo das war, man sich gefühlt hat. Denn das war richtig so, ein Mitgefühl für sich zu haben. Und wenn man das hat, kann man diesen Anteil wirklich selber von Herzen in den Arm nehmen, ihm das geben, was er braucht. Und dieser ganze Groll und diese ganze Angst und dieser Schock, das kann sich alles lösen und aus dem System gehen, also losgelassen werden, während man sich selbst diesen Anteil, der so traumatisiert war, wieder in sich trägt und sich ein Stückchen weiter ganz fühlt. Und auch die Kraft, der in diesem Teil feststeckte, wieder zur Verfügung hat für sich Ja, selber. genau, Ne? wichtig. Genau. Fallout schreibt, ich will mich nicht mehr so unwissend fühlen, ich will irgendwas wissen, ich weiß ja nichts, mein Herz hat auch keinen Plan, ich habe es gefragt. Ja, kann ich gut verstehen, Fallout, aber glaub mir, auch es ist gut, wenn du das einfach erstmal anerkennst, dass es dir jetzt so geht und nicht so Ja. tust, wie geht's dir? Gut, ja. Oh. Sondern einfach, Ja. es ist so, auch Erleuchtung hin oder her, unsere Gefühle und unsere Emotionen gehen immer hoch und Immer. runter. Ne? Wer Hass macht hässlich. So, dann guten Abend, indem du dein Herz reinfließen lässt. Ja, schreibt Edda eben, man darf und kann niemals mit Kraft gegen das Übel sich wenden. Man muss einfach aus dem Weg gehen. Was sagen wir, wenn noch was dazu? Dagmar. Was waren eure Lehrmeister, die das euch in die Lage versetzt hat, die Lage zu meistern? Du zuerst. Lass mich überlegen. Lehrmeister in dem Sinne hatte ich gar keinen, ich selber. Ich war in Kliniken, ich habe Therapien gemacht, ich habe mir göttliche Führung geholt, meine göttliche Führung. Das war es, das hat mich so weit gebracht. Und dadurch konnte ich glücklicherweise auch immer Menschen ziehen, die, wenn es ganz brenzlig war, dass ich da doch Hilfe hatte. Und auch liebe, gute Menschen, denen ich heute noch dankbar bin. Aber so grundsätzlich diesen Weg, ich kannte niemanden. Wusste nicht, dass anderen das Gleiche passiert war wie mir. Ich war vollkommen alleine. Das von heute, wo es Facebook-Gruppen gibt und wo das bekannter ist, das gab es damals noch nicht. Ich war wirklich, da war niemand. Und es kannte auch sich auch niemand mit rituellem Missbrauch aus. Was war das denn? Durfte ich ja kaum erwähnen, war ja, oh Gott. Und von daher muss ich sagen, bin ich meinem eigenen Weg gefolgt. Und wenn ich mich frage, was mein Lehrmeister war, dann waren es im Grunde die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe ja bin anders traumatisiert als du, aber eben habe auch eine sehr traumatisierende Kindheit hinter mir. Und ich habe in meiner Kindheit unter anderem neben vielen falschen Programmen, mit denen ich damals überlebt habe, oder nicht falschen Programmen, mit Programmen, die mir überleben geholfen haben und wo ich jetzt immer noch dabei bin, die wieder aufzulösen, habe ich vor allem gelernt, wie stark ich bin, weil ich es eben alles überlebt habe und dass man mich so leicht nicht umbringen kann. Und das gibt mir heute in ganz vielen Situationen, wo man sonst vielleicht denken würde, oh Gott, was mache ich denn jetzt oder so. Ja, ich denke auch, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Aber ich habe die Erfahrung gemacht,
das kriegen wir schon irgendwie hin, denn so einfach bin ich nicht aus dem Weg zu räumen oder bin ich nicht nieder. Also es ist so eine Qualität des Stehaufmännchens. Und genau. Das war vielleicht auch einer meiner größten Lehrmeister. Das war eine kleines. Ich hatte als Kind ein kleines Stehaufmännchen. Das war so ein Figürchen. Das war unten eine Kugel, also eine Halbkugel, und oben war halt so ein Männchen. Und ich weiß noch genau, als kleines Kind habe ich das so runtergedrückt und habe zugeguckt, wie sich das wieder aufrichtete. Und das hat mir ganz viel. Das habe ich mir immer wieder angeguckt und das hat mir ganz viel gegeben. So, jetzt steht hier ganz viel. Ja, dann. Was waren unsere Lehrmeister? Genau. Es ist aber nicht immer möglich, gewissen Dingen aus dem Wege zu gehen, ganz genau. Aber aus dem Wege gehen ist auch nur ein Punkt. Entscheidung. Man muss sich entscheiden. Ja. Man muss sich entscheiden, ich will den hellen Wolf füttern oder den dunklen. Oder ich will meinen Weg gehen, ich will mich verwirklichen oder ich will beliebt sein. Also aus dem Weg gehen war ja hier auch nicht unser Thema. Ja, genau. So, dann mit Loslassen ist für mich gemeint, dass man die Verdrängung und die Bewertung seiner ungeliebten Anteile loslässt und somit sie als einen Teil von uns zulässt. Ja, das ist okay. Ja, genau. Dann Frau Müller zur Schattenannahme. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der buddhistischen Technik der Dämonenfütterung, vor allem mit eigenen abgelehnten Themen und Gefühlen. Ich kann dazu nichts sagen. Genau, müsste man jetzt näher ausführen. Dazu fehlt uns die Zeit. Hass frisst Seele, genau. Angst essen Seele auf, gibt es einen wunderbaren Film. Aber Hass frisst Seele. Ja, definitiv. Genau. Mit Lehrmeister meinte ich nicht unbedingt eine Person. Ja, haben wir ja auch beide genau so beantwortet. Man lernt aus den Erfahrungen, das ist mir klar. Dann an Sandra von Fadern. Oh Gott, also nicht dein höheres Selbst, sondern Gott. Ich will aber nicht zu Gott gefoltert werden. Lieber da bleiben, wo ich bin und niemals in gar keinem Leben zu Gott finden. Das ist dann deine Entscheidung, oder? Ja, ich kann mich jetzt gerade irgendwie nicht nachfolgen. Also, was damit genau gemeint ist, du hast dein höheres Selbst. Und das willst du leben und das kannst du runterholen. Du bist es sogar. Ja. Na gut, bin ich also selbst schuld an meiner Unwissenheit oder so, ist mein freier Wille schuld? Edda, des Vertrauens. Hat man ihnen einen Weg aufgezeigt oder haben sie den Weg von alleine gefunden? Ich habe ihn alleine gefunden, ja. Definitiv. Deswegen ist dieses Buch ja auch so wirklich jetzt einfach ein Schatz, weil sie darin genau beschreibt, nicht nur wie sie es gemacht hat, sondern auch welche Probleme auftraten. Ja. Ne? So, dann mental aus dem Weg gehen. Also genau, ich glaube jetzt mit aus dem Weg gehen, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das richte, was ich manifestieren möchte, anstatt nur auf das, wogegen ich bin. Ja, alles klar. Ne? Ja. Genau. Es ist doch wunderbar, was Mensch alles erschaffen kann. Bin immer wieder begeistert. Ganz genau. Ich habe einen Stehaufmännchen in der Hose. Sehr witzig. Dagmar und Sandra, erklär doch mal den Leuten, wie sie die Lehrmeister identifizieren können, um stärker aus der Situation herauszukommen. Verstehe ich die Frage nicht, denn wir haben beide keine gehabt. Eben. Und wir selber sind ja unsere, wir sind ja selber Schöpfer, Götter im Grunde. Ne? Das 12-Schritte-Programm ist auch sehr hilfreich. Wenn du das so erlebt hast, willst du dazu was sagen? Was? Nee. Zum 12-Schritte-Programm? Nee, das ist nicht. Also Alkoholiker, anonyme Alkoholiker haben damit angefangen. Okay, habe ich mich nicht mit befasst. So, der Film ist gut, das ist was, das ich vorher gesagt habe. Mein höheres Selbst, wenn ich es wäre, würde mich nicht in so eine Welt setzen. Ach, ich habe eine Freundin, die denkt das auch immer so. Und ist immer sauer mit ihrem höheren Selbst. Aber das ist so, als wenn mein Zeigefinger sagen würde, also wenn Dagmar gut wäre, dann würde sie mich doch nicht schneiden oder so, wenn ich mich jetzt aus Versehen mal geschnitten habe. Genau. Es ist doch alles eins. Du selber bist doch dein höheres Selbst. Genau. Und nicht das höhere Selbst ist nicht irgendein Bösewicht, der dich hier reingesetzt hat, sondern du selber hast ja diese Entscheidung getroffen. Aber das ist ein anderes Thema. So. Genau, jemand wird sich schon mal das Buch kaufen, sehr gut. Ja, schön, ich freu mich. Oder die 5-Punkte-Pressur, Herzexplosion, Technik, wie auch immer. Selbstbestimmung, wer ist der Mann hinter euch? Hier ist kein Mann hinter uns, hier ist nur ein schönes Bild hinter uns. Genau. Genau.
Ja, ihr Lieben, jetzt ist die Stunde fast rum. Wer noch ernst gemeinte Fragen hat, gerne, gerne. Die eigenen Gefühle sind einem die besten Lehrmeister. Ja. Absolute Zustimmung. Sind wir jetzt so nicht drauf gekommen, weil wir hier ja auch in der Stresssituation sind. Aber das ist genau das, was auch Gordon Neufeld sagt. Die Emotionen sind das, was uns reif macht. Ne? Das ist wie der Treibstoff. Der Umgang mit Emotionen. Ja. Das war also für mich die Königsdisziplin, weil wenn ich getriggert wurde, war ich wie ein Vulkan. Das platzte alles raus und ich habe mich natürlich überhaupt nicht mehr verhältnismäßig verhalten. Auch im Berufsleben manchmal nicht, wenn die zu doll die Knöpfe gedrückt hatten. Und da bin ich auch dem Weg gefolgt und habe geguckt, was mache das mit mir und wieso reagiere ich so doll, was steckt dahinter und habe mir das angeguckt und natürlich geheilt und hat dann natürlich viele Punkte ausheilen können, so ja. dass die dann nicht mehr gedrückt werden konnten. Was mir noch wichtig wäre, im Umgang mit Menschen, die traumatisiert sind, was da zu beachten ist, weil wir ja jetzt gerade auch durch die Flüchtlinge ganz viele Menschen haben, die auch traumatisiert sind. Und wir selber, also unsere gesamte Bevölkerung, ist ja auch durch zwei Weltkriege traumatisiert und das erbt sich fort. Sollte man da also reinbohren, wenn jemand traumatisiert ist und versuchen? Nein, auf gar keinen Fall. So. Also, was bei mir und weswegen ich das auch geschafft habe, ich habe eine wundervolle Therapeutin gehabt. Da habe ich ganz viele Jahre ambulante Therapie gemacht. Und die war tiefenpsychologisch orientiert, aber sie hat nicht gebohrt. Es kam ein Thema, ich habe das mitgebracht, wir haben das bearbeitet und dann war es gut. Sie hatte eine Kollegin, die hat immer wieder nachgebohrt, da haben die Patienten viel länger gebraucht. Also das Wichtige ist wirklich die Grenzen respektieren, das, was kommt, respektieren, nicht niemals nachbohren, denn die Seele zeigt von ganz alleine das, was dran ist und timet auch genau ab, dass nur das kommt, was man auch aushalten kann. Auch wenn es manchmal echt an die Grenze geht, aber man schafft es und man kommt immer wieder raus. So, und das ist eigentlich so mit dieser Respekt vor dem eigenen Tempo und vor den Grenzen und vor der Tiefe, wie tief man gehen will. So, das, finde ich, ist so das Wichtigste. Super, genau, ganz genau, das kann ich auch bestätigen. Jetzt hier, ich habe jetzt nicht den Live-Chat von Anfang an gesehen, aber ich muss mich bei euch für eure Freigebigkeit bedanken, mit der ihr dieses Thema behandelt und darüber berichtet. Vielen Dank, gern geschehen. Dankeschön. Wie oft wollt ihr streamen in der Woche? Also da schauen wir mal. Das ja. wird jetzt erstmal nicht jede Woche sein. Vor dem Loslassen kommt das Zulassen. Ganz genau, gut gesagt. Wie stark, gut, wichtige Frage, wie stark beeinflusse ich mein Kind unbewusst mit meinen eigenen Trauma? Ja, also die Mechanismen, die man im eigenen Trauma gelernt hat, sobald, wenn die nicht reflektiert sind, gehen diese Denk- und Verhaltensweisen 1:1 auf das Kind über. Nicht das Trauma und nicht die Verletzung, aber der Mechanismus, der zum Überleben gebraucht wurde, den kriegt das Kind 1:1 mit. Ganz genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben, während wir mit unserem Kind umgehen und uns auch selber verzeihen, dass wir nicht perfekt sind, ja, dann würden wir ein Planetensystem regieren und nicht eine Familie managen, dass wir versuchen, uns unserer eigenen Traumatisierung bewusst zu werden und unserer Verhaltensprogramme. Und wir müssen gar nicht da im luftleeren Raum sitzen und sagen, ja, was könnte ich denn mal für ein Trauma haben? Sondern an unseren Verhaltensweisen merken wir ja, irgendwas stimmt doch da nicht, wenn ich auf einmal mein Kind anschreie oder mich triggern lasse. Und dann danach zu gucken. Genau. Sich selber zuwenden und zu gucken, was löst das aus und was macht das jetzt mit mir? Die Situation, was macht die mit mir? Was kommt da hoch? Wie kann ich mich selber besser verstehen? Das ist die Frage dahinter. Ganz genau. Und denn alles, was ich bewusst in mir integriert habe, muss ich nicht als verschnürtes Paket an meine Kinder weitergeben. Genau. Andererseits muss uns auch klar sein, das ist auch für uns beide, wir haben das auch immer wieder reflektiert, natürlich haben wir an unsere Kinder auch ganz viele Dinge weitergegeben. Ja. Das ist so in dieser Welt und die werden dann bestimmte Dinge auch wieder aufarbeiten müssen. Genau. So, dann Astrid schreibt, der Livestream macht mich sehr neugierig auf das Buch. Es ist wirklich ein klasse Buch, Dankeschön. Ich sag's euch. Renny schreibt, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt und bewundere euch, dass ihr so stark da herausgekommen seid und anderen dadurch helft.
Ich würde nicht sagen, wir sind stark rausgekommen. Wir haben uns auch ein Stück weit rausgearbeitet, oder? Absolut. Das war viel Arbeit. 30 Jahre habe ich gebraucht. Ja, genau. Und habe nie aufgegeben. So, dann Meinung zu Greta Thunberg. Kann man da von Kindesmissbrauch reden? Gehört hier nicht her. Ich glaube, dass Greta Thunberg selbst auch ein Sub, also Mind Control unterworfen ist. Das ist aber meine persönliche Meinung, die ich jetzt hier auch nicht beweisen kann oder so. Aber es ist mein Eindruck, wenn ich da zugucke. Möchtest du dich dazu äußern? Ich habe mich damit nicht befasst. Ja, genau. Denn wir sind auch damit befasst, uns selbst unsere Sachen zu verfolgen und nicht auf anderen Leuten rumzuhacken. Genau. Ist ein Trauma subjektiv oder objektiv definiert? Absolut subjektiv. Genau, kann ich auch bestätigen. Wenn ich denke, meine Mama ist tot, ja, und sie ist aber gar nicht tot, das Trauma für mich ist das, was ich denke und fühle und genau, wie ich es empfinde. Auch wenn es nur ein Missverständnis ist oder ein Irrtum. Genau, und es kann auch nicht verglichen werden. Für jeden ist das eigene das Schlimmste. Und jeder verdient Respekt. Ja, ganz genau. Das ist auch etwas, was ich immer sage. Jeder sucht sich die Eltern aus, die er so gerade eben überleben kann. Ja, genau. Also da kann man nicht sagen, ja, ich mein Trauma ist aber schlimmer als deins. Nein, das ist Quatsch. So. Dann, auch das Trauma kann übernommen werden und sich in nachfolgende Generationen zeigen. Ja. Meiner Meinung nach ist das der Grund dafür, weshalb wir Kriege haben. Das sind alles unaufgelöste Traumatisierungen. Ne? Das hat seine Hintergründe. Danke, Abo dalassen. Und Dagmar Neubronner, das HO-Dorf braucht esoterische Hilfe. Böse Mächte haben das Dorf im Würgegriff. Naja, ich habe schon abonniert. Das bleibt nicht aus. Man macht leider immer auch Fehler als Eltern. Das ist so. Und wenn man anfängt, da deswegen auf sich rumzuhacken. Das hilft den Kindern auch nicht, weil man dann fängt man an, um die Gunst des Kindes zu buhlen oder macht sich klein. Und das spüren die alle. Und Kinder brauchen Eltern, die sich selbst vergeben können, auch ihre Fehler. Denn zu perfekte Kinder fordern Eltern fordern Kinderherren heraus, auch perfekt zu sein. Und das ist überhaupt nicht gut. Wenn die nämlich Eltern haben, die sagen, oh, ja, ich bin nicht perfekt und ich habe da auch einen Fehler gemacht oder ich war da ein bisschen zu heftig, tut mir leid, dann ist das Heilung für die Seele des Kindes. Genau, genau, wenn man einfach dazu steht und nicht so tut, als wäre man unfehlbar. Genau, genau. Aber andererseits auch nicht sich dem Kind dann, oh, entschuldige, verzeih. Nee, sich das auch nicht. Also schon in der Größe und bleiben, ne? So, dann haben mich vorhin erst hier eingeschaltet. Darf ich nachfragen, welche psychologische Ausbildung ihr genossen habt? Wir sind absolute Autodidakten. Ja. Ich habe zwar 12 Jahre mit einem bekannten Entwicklungspsychologen zusammengearbeitet, habe da sehr, sehr viel gelernt. Ja. Aber das, worüber wir hier reden, ist unsere persönliche, echte, authentische Erfahrung und von keiner Schule und irgendwas geprägt. Nein. Und das mag für die einen ein Plus sein, für den anderen ein Minus, ist es aber egal. Ja. So, Fadon liest das Buch lieber nicht, sonst zieht mich die Geschichte dahinter runter. Ja, das stimmt natürlich, das ist keine leichte Geschichte. Das kann ich gut verstehen. Aber man könnte doch einfach den zweiten Teil lesen. Genau. Fadon, das kann ich gut verstehen, aber der Vorteil scheint mir sehr viel größer zu sein. Das Buch hat 3 Teile. Der erste Teil heißt Meine Geschichte. Den kannst du weglassen. Ja. Und der zweite Teil ist, wie ich es gemacht habe, da rauszukommen. Genau. Und da sind also ganz, ganz viele Abteilungen, wie man mit all diesen Ängsten und Gefühlen und furchtbaren Programmierungen umgeht. Ich finde es super hilfreich. So, dann wird es öfter nun Livestreams geben. Also ich mache ja jeden Monat einen. Ob Sandra öfter dazukommt, könnte sein. Wer weiß, das werden wir dann mal sehen. Da sind immer noch Leute, die irgendwie Witzchen machen. Ist auch okay. Glückliche Eltern, glückliche Kinder, ganz genau. Ich bin aber besonders, Fadon schreibt, er ist ein Schwächling. Ist auch egal, du musst das Buch nicht lesen, Fadon. Im Buch kannst du immer auch mal eine Seite überspringen, wenn es zu heftig wird. So, das richtig, und deswegen könnt ihr da mitreden, weil wir Autodidakten sind und es alles selbst erfahren haben. Genau. Kennt ihr Martin Hüller? Wurde schon mal gefragt. Also ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht.
Mag jemand mit mir ein Hörbuch aus dem Buch machen? Also Fahlan, erst willst du es gar nicht lesen, dann willst du gleich ein Hörbuch draus machen. Mal gucken. So. Ihr Lieben, die Stunde ist rum. Es war sehr interessant. Es tut uns leid, dass es irgendwie von der Verbindung her ein bisschen komisch war zum Teil. Ja. Ja, der Rest ist jetzt nur, es sind immer viel, ziemlich viele dabei, die irgendwie ihre eigenen Witzchen machen, die sich nicht auf unser Thema beziehen. Genau. Ich mache ja jeden Monat einen Livestream und wir werden dann jetzt anhand der Rezeption dieses Livestreams beraten, ob wir sowas öfter anbieten. Ja. Was Sandra auf alle Fälle plant, ist, dass sie quasi... Also ich rede jedenfalls immer an sie hin, dass sie ihr Wissen unbedingt weitergeben muss, denn ihre Erfahrung, die sie hat, ist so wichtig, weil sie eben genau weiß, wie man da rauskommt und welche Schwierigkeiten es gibt und wie man mit diesen Schwierigkeiten umgeht. Es ist halt keine Theorie und kein Ansatz, sondern es ist einfach, sie ist einfach Expertin, weil sie es alles selbst durchlebt hat. Und mal gucken, wenn es also eine derartige Schulung angeboten wird, sowohl für Selbstbetroffene als auch für Therapeuten, dann werden wir versuchen, es in der Welt bekannt zu machen. Ja. So, dann vielen Dank. Dagmar und Sandra, was sagen ausgebildete Psychologen zu euren Erfahrungen? Das werden wir dann merken, wenn das Buch draußen ist. Ne? Genau. Am Ende war die Verbindung gut. Danke euch. So, vielen Dank für die schöne Zeit, war wieder sehr spannend. Dann würde ich das Hörbuch auch sehr gerne vorlesen. Danke euch, vielen Dank euch beiden. Fanny soll das Buch, okay, vorlesen. Habt einen lustigen Abend. Ja, und ciao.